Ist das geil? Ja. Ja, das, das geil. Eigentlich braucht den Scheiß doch jeder. Genau das habe ich mir auch gedacht. Und ich bin ganz ehrlich, das ist, bedeutet mir sehr, sehr viel. Ist ein sehr emotionales Video für mich. Ja, servus Leute. Heute ein etwas ungewöhnliches Video von mir. Ihr habt es im Einspieler gesehen. Der YouTuber RobinTV hat zusammen mit einem Partner ein innovatives Produkt für das Laden mit Typ 2 Ladekabel entwickelt, was das Ladeerlebnis diesbezüglich revolutionieren wird. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich diesem jungen Erfinder, diesen jungen Erfindern und Unternehmensgründern an dieser Stelle auch mit meiner Reichweite unter die Arme greifen möchte und meinen Teil dazu beitrage, dass dieses innovative Produkt, diese Revolution wirklich ein voller Erfolg wird. Kann doch nicht wahr sein, dass die Elektroauto-Ladekabel beim öffentlichen Laden immer so am Boden rumliegen, man sich die vom Boden holen muss, die ganzen Hände dreckig werden, dann liegt es irgendwo im Schmodder oder im, naja, ihr wisst schon so, dann stolpern Leute drüber. So bekommt die Elektromobilität keine volle Akzeptanz. Da muss doch irgendwas, da muss sich doch irgendjemand was Schlaues überlegt haben. Ich habe nichts gefunden. Ich habe gedacht, ich muss dafür was erfinden. Das habe ich aber alleine nicht geschafft, sondern ich habe mir einen genialen Erfinder und Ingenieur dazu geholt, der mir dabei geholfen hat. Und tatsächlich möchte ich euch heute in diesem Video eine Lösung präsentieren für ein großes Problem. Und ihr seht es ja auch am Videotitel, da steht, ich habe die Ladekabel-Innovation erfunden, EV Genius. Und worum es sich bei dieser genialen Idee, dieser genialen Erfindung handelt, das zeige ich euch jetzt. Und hier seht ihr jetzt den EV Genius. Den Link zu dem Shop packe ich natürlich auch unten in die Videobeschreibung. Keine bezahlte Werbung, das mache ich hier alles kostenlos, einfach aus Überzeugung. Hier steht dann noch das Elektroauto-Ladekabel-Genie EV Genius für 29,90 Euro. Und ihr seht hier diesen EV Genius, das ist also ein wohl nicht im 3D-Druckverfahren, sondern im Gussverfahren hergestellte Kabelhalter, der hier über den Typ 2-Stecker den Anschluss praktisch gestülpt wird und dann mit einer Schraube fixiert wird. Das Ganze sieht groß so ungefähr aus und am Auto sieht es dann so aus. Das heißt, das ist direkt am Stecker, am Typ 2-Stecker befestigt und ihr könnt dann das Kabel darüber praktisch aufhängen, damit es nicht auf dem Boden liegt. So sieht man das nochmal ein bisschen genauer. Ne? Kann so, glaube ich, noch größer machen hier. Jawohl, da seht ihr das mal richtig groß. So sieht das aus. No, so sieht es am Auto aus. Wie gesagt, Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt es auch auf der anderen Seite, also an der Ladesäule, an dem Port mit anschließen und dort das Kabel aufwickeln. Ihr habt da also alle Optionen, wie ihr das gestalten wollt. Hier seht ihr dann nochmal einen der Erfinder. Wie gesagt, zwei Leute haben das erfunden. Der RobinTV und sein Partner. Und das kommt wohl im Paket mit. Das Ganze kostet 29,90 Euro. Es kommen dann in Deutschland noch 5,99 Euro Versandkosten dazu. Das sind wir also bei knapp 36 Euro für den EV Genius. Wenn ihr es in der EU versandt haben wollt, dann sind es nochmal 8,99 Euro. Da wären wir dann also so knapp bei 39 Euro. Das ist also das Angebot. Das ist die geniale Erfindung. EV Genius von RobinTV und seinem Partner. Und wie RobinTV hier sagt, da muss doch irgendwas, da muss sich doch irgendjemand was Schlaues überlegt haben. Ich habe nichts gefunden. Habe ich mir das auch gedacht, habe mich mal auf die Suche begeben. Und das Ergebnis meiner Suche, das zeige ich euch jetzt. Mir haben auch einige Zuschauer bei der Suche geholfen. Da vielen Dank für die Unterstützung. Und da haben wir hier zum Beispiel EV Kabelhook von Vincent Lindemann. Schauen wir mal rein. Auch eine ganz coole Idee, aber natürlich in keinster Weise vergleichbar mit dem EV Genius. Das Video wurde übrigens vor 5 Jahren online gestellt. Das nur als kleine Randinformation. Und diesen Haken, den gibt es auch käuflich zu erwerben. Der kostet 24,95 Euro. Und da kommen dann 6,95 Euro nochmal an Versandgebühren dazu. Da sind wir also bei rund, ja, so knapp 32 Euro für den EV Kabelhook. Link natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und auch im Going Electric Forum findet sich ein Eintrag, falls ihr Kabelsalat genauso satt habt wie ich, das vom 11. November 2020, ist hier eine Lösung, Free Download and Printing, das ist also ein 3D-Druck. Da kann man also hier einen natürlich mit dem EV Genius nicht vergleichbaren Halter an dem Typ 2-Stecker anbringen. Und das Ganze ist hier auch verlinkt, hier bei Thingiverse, da seht ihr das. So sieht das also aus vom 6. November 2020. Wie gesagt, nicht vergleichbar, ist auch kein Gussverfahren, sondern das hier ist einfach nur 3D-Druck. Hier haben wir also eine Schraube, um das unten zu fixieren. Zwei unterschiedliche Größen, je nachdem an welcher Seite man das anbringen möchte. Man kann es dann also auch an beiden Seiten, an beiden Steckern anbringen gleichzeitig. Ne? Muss dann also nicht zwei EV Genius kaufen. Wobei, wie gesagt, ist ein völlig anderes Produkt, ist im Gussverfahren und das hier ist 3D-Druck. Dafür ist bei diesen Lösungen halt der Vorteil, wenn ihr einen 3D-Drucker habt, dann kostet euch das Ganze fast nichts, um das auszudrucken, nur Material, vielleicht 10 Cent und Strom, wie lange wird das dauern? Dreiviertel Stunde vielleicht zu drucken, maximal.
Also sagen wir mal, das seid ihr vielleicht so bei 50 Cent, die euch das Ganze kostet. Gut, ihr müsst die Schraube noch dazu besorgen, sollte aber kein Riesenproblem sein. Also mit 1-2 Euro solltet ihr hier dabei sein. Und das Gute ist, bei der Lösung aus dem Thingiverse Forum habe ich auch einen direkten Erfahrungsbericht vom Don Carlos. Der hat mir geschrieben, das Teil habe ich mir vor 5 Jahren schon ausgedruckt und auf das Ladekabel geschraubt. Ich nutze das Teil nicht mehr, da ich nun ein Spiralkabel verwende. Dadurch liegt das Kabel nicht mehr auf der Straße und bleibt sauber. Falls ihr da vielleicht Bedarf habt, wendet euch an Don Carlos im Discord. Vielleicht übersendet er euch dieses Teil für kleines Geld. Vielleicht auch einfach nur fürs Porto. Also das wäre dann noch ein bisschen preiswerter. Hier haben wir dann auch noch einen Kabelorganizer auf Amazon. EV-Fi Typ 2 Kabelhalterung. Kabel organisieren für den Ladevorgang. Das wird dann realisiert über so eine Halterung, die per Klettband an dem Stecker befestigt wird, ne, ist also nicht vergleichbar mit dem EV Genius, ne, der ist völlig anders, hier nochmal aus einem anderen Blickwinkel fotografiert. Durch das Klettband könnt ihr das halt leichter entfernen und wieder dran machen, könnt es dann auch auf der anderen Seite anbringen, seid also auch ein bisschen flexibler, was den Umfang angeht, ist also nochmal ein ganz anderer Ansatz als EV Genius. Hat aber auch den Vorteil, dass ihr mit 7,95 € etwas günstiger mit dabei seid. Also ihr seht, bei meiner Recherche im Internet bin ich jetzt nicht direkt auf was Vergleichbares gestoßen. Also der EV Genius ist wirklich einzigartig. Sowas hat es vorher noch nicht gegeben. Ich bin da total beeindruckt von der schöpferischen Leistung, was da RobinTV, der Betreiber dieses YouTube-Kanals, und sein Partner auf die Beine gestellt haben. Das ist innovativ, das ist das, was wir in Deutschland brauchen. Wir brauchen junge Unternehmensgründer, Sono Motors, X-Bus, you name it, die mit frischen Ideen den Markt und die Mitbewerber aufwirbeln und damit auch neue Ideen anstoßen, Innovationen anstoßen, eine Weiterentwicklung der Technologie ermöglichen. Und das nötigt mir den größten Respekt ab, dass ein YouTuber einfach aus dem Nichts, einfach aus einer Idee heraus zusammen mit einem Partner solch ein innovatives Produkt bis zur Serienreife entwickelt und dann auch auf den Markt bringt. Also da Hut ab, das ist eine ganz tolle Leistung. Und deshalb ist dieses Video eine Herzensangelegenheit für mich. Also ich werde jetzt nicht von RobinTV gesponsert oder so. Alle Links zu den Produkten, also auch zu denen, die mit dem EV Genius nichts zu tun haben, die packe ich unten in die Videobeschreibung. Ihr könnt ja auch nochmal schreiben, was ihr vom EV Genius und den anderen Produkten haltet. Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ansonsten war es das für dieses kurze Produktvorstellungsvideo. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.